Also ab zu Carla hier. Ene mene roter Mohn, bring mich schnell zur Redaktion. Hex, hex! Bibi, ich bleibe lieber hier. Du willst dich weiter im Spiegel angucken, auf, ne? Dass dich niemand entdeckt. Ich bin bald zurück. Wer soll sie denn da entdecken? Sei vorsichtig, in Neustadt. Wir wissen nicht, was sich Runzia und Walpurgia ausgedacht haben. Bis nur Blödsinn. Na, Carla, wie geht's? Hallo, Frau Kolumna, da bin ich. Oh, Bibi, du kannst einen aber erschrecken. Also wirklich. Das hat aber gedauert. Ich hatte einiges zu erledigen. Was gibt es denn so Wichtiges? Schau dich doch um und sieh es dir selbst an. Dann gucken wir mal. Siehst du, so geht das schon seit heute Morgen. Ja, was steht denn drauf? Noch eins? Ach jetzt, jetzt kommt zu lesen. Ja, dann lies doch mal. Warum liegt die... Oh, okay, ich frag gar nicht erst. Auf der Kreuzung in Neustadt herrscht seit heute Morgen ein unbeschreibliches Chaos, verursacht von einer riesigen Anzahl schwarzer Katzen. Ich mag ja schwarze Katzen. Was ist mit Ihrem Computer los? Der Computer ist verhext. Das ist ja die größte Katastrophe. Hast du den Text schon gelesen? Es ist Freitag, der 13. Sieht ganz so aus, als ob das auch diese Hexen waren. Ja. Das Schlimme ist nur, ich muss eine Rede für den Polizeichef schreiben. Für den Polizeichef? Ja, er will eine Rede zur Lage der Stadt halten. Aber leider ist mein Computerchen aus den bekannten Gründen kaputt. Hier stehen nur Zahlen. Das ist ja das Unglück. Keiner kann sich das erklären. Wenn sie was zum Schreiben braucht, wir haben noch Schubia. Das hier ist die Lösung. Dieses Klapperding, das ist doch nicht etwa verhext? Wie man es nimmt. Sie werden schon sehen. Wie man es nimmt, ne? Hey, Blocksberg, was gibt's? Könnte Frau Kolumna vielleicht auf dir eine Rede für den Polizeichef tippen? Das ist ja sensationell. Wie sie mich anguckt. Das will ich selber lesen. Tippen auf mir? Nee, Blocksberg. Aber ich hab da eine Idee. Ich schreibe euch die Rede. Also das ist ja... Heute machen die Hexen in Neustadt so eine richtig tolle Party. Unmöglich, Bibi, unmöglich! Ich denke, Frau Kolumna hat recht. Könntest du nicht etwas ernsthafter schreiben? Schubia und ernsthaft? Eine verhexte Schreibmaschine. Phänomenal. Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neustadt. Na, das klingt ja schon viel besser. Das nehmen wir. Ich würde mal den Rest lesen erstmal. Gut, nimm schon mal die Rede. Wir sollten jetzt schleunig zu unserem Polizeichefchen.
Blocksberg, was ist mit mir? Na, du kommst mit. Na klar kommst du mit. Also, nein, halt. Zum Polizeibalkon. Ene mene Luftballon, ich will zum Polizeibalkon. Hex, hex. Und los geht es. Frau Kolumna, kommen Sie, steigen Sie auf. Sensationelle Idee, Bibi, aber danke. Ich nehme lieber meine Rolle. Wir sehen uns später. Tschüsselchen. Schick. Unsere schöne alte Rathausuhr. Zum Glück hat das mit der Rede doch noch geklappt. Jo. Wohin könnte ich fliegen? Nee, ich will nirgends hinfliegen. Können wir da rein? Wahrscheinlich hat der Polizeichef hier sein Büro. Na dann rein. In Ordnung. Die war schneller als ich. Also Carla. Nicht Ihr Ernst, Frau Blocksberg. Doch, Herr Polizeipräsident. Und genau deswegen müssen Sie sich keine Sorgen machen. Keine Sorgen? Bibi, kannst du nicht was hexen? Warum? Kann doch die Barbara machen. Hab ich was? Polizeichef ist entspannt. Ene mene Klebeband, der Polizeichef ist entspannt. Hex, hex! Ah, ich dachte, es kommt direkt was. Meine Liebe, warum muss ich mir wegen der heutigen Vorkommnisse keine Sorgen machen? Weil sie heute Abend von selbst aufhören und alles wieder in Ordnung ist. Was ist eigentlich mit meiner Rede, Frau Kolumna? Bibi Blocksberg hat sie mitgebracht. Ja, warum eigentlich, wenn du doch vor mir da bist, die Carla? Die Rede für den Polizei... Oh, vielen Dank. Diese Rede ist sehr gut. Sehr gut, Frau Kolumna. Na dann. Also gut, ich werde jetzt meine Rede halten. Kommen Sie mit. Na, aber sicher, Polizeipräsidentchen. Polizeipräsidentchen, das ist immer so putzig. Hier geht es raus auf den Balkon. Ja, los, hinterher. Komm, wir hören uns die Rede an. Ja, Babylein. Wie sie läuft. Ruhe bitte! Ich bitte um Ruhe! Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neustadt, der heutige Tag hat einige Verwirrungen gebracht, die ich Ihnen gerne erklären möchte. Da bin ich aber gespannt. Leider sind im städtischen Tierheim 37 schwarze Katzen ausgebrochen. Ja, genau. Und haben den Autoverkehr lahmgelegt. Außerdem sind durch einen bedauerlichen technischen Defekt die öffentlichen Telefone gestört. Oh, weiß, das gibt's ja gar nicht. Was sind denn das für Leute? Ich kann Ihnen versichern, der kann doch nichts dafür. Dass morgen früh alles wieder in Ordnung ist. Und noch etwas. Manche von Ihnen haben unbekannte Hexen auf Besen gesehen. Das ist natürlich völlig absurd. Danke. Klasse. Ach, jetzt plötzlich klasse. Herzlichen Dank für die Rede, Frau Kolumna. Ihr hättest nicht selber schreiben können, das bisschen.
Jo. Ah, jetzt ist die Uhr kaputt. Was ist mit der Uhr? Vielleicht kann ich was hexen. Kann ich? Ene mene finstre Zahl, die Turmuhr ist sofort normal. Hex, hex! Oh je. Mami! Ach nö. Das hat uns noch gefehlt. Runzia und Walpurgia haben die Uhr weggehext. Bestimmt ist sie in Runzias Haus versteckt. Vielleicht in einem geheimen Zimmer. Ein Geheimzimmer? Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich möchte gern noch einmal über die Stadt fliegen. Na klar, Mami. Ja, lass deine Tochter ruhig alleine. Sowas aber auch. Das ist meine Maus. Ab geht's. Nein, halt. Da. Herr Polizeipräsident, ich brauche unbedingt eine Drehgenehmigung für Ihren Balkon. Selbstverständlich, Frau Kolumna. Wofür? Dankeschön, Dankeschön. Ich werde sofort telefonieren. Was willst du denn da drehen, Frau Kolumna? Hexenhaus. Hex, Hex! Ab geht's! Immer auf ihren Socken durch die Gegend. Wo ist Mania? Flaui Paui, hast du ja irgendwas bemerkt? Nein, Bibi, was denn? Vielleicht eine Geheimtür? Nein, leider nicht. Vielleicht ist sie unsichtbar. Unsichtbar? Ich hab's, Flaui Paui. Wir haben bei Tante Mania doch einen Spruch gelernt, oder? Ja, Bibi, warte mal. Er ging so. Habt ihr im Unterricht aufgepasst? Oh! Geheime Türen will ich kennen. Hex, hex! Tada! Flaui Paui! Ach, das war doch nichts Besonderes, Bibi. Findest du? Ich fand es gut.